So, wunderschönen guten Abend, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video zu Bitcoin, Ethereum und sämtlichen Altcoins hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns gleich an, was erwarte ich über die Nacht, für die nächsten Stunden, für den nächsten Tag, welche Levels sind relevant, was muss gehalten werden, was muss gebrochen werden, was machen die Altcoins. Das alles gibt es natürlich hier vollumfänglich auf meinem Kanal, und zwar direkt. Wir legen gleich los. Bitcoin 1-Stunden-Timeframe. Übergeordnet haben wir nichts gesehen heute, ja. Ein kleiner Abverkauf ist nichts der Rede wert. Wir befinden uns immer noch hier in unserem Ziellevel, wo von wo aus jederzeit eine Korrektur eingeleitet werden kann, aber nicht muss. Ja, ich betone es immer wieder, es kann. Die Wahrscheinlichkeit steigt nach Sequenz Finish, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Korrektur eingeleitet wird. Wann sie kommt, ob sie kommt, wissen wir nicht. Sie kommt höchstwahrscheinlich, aber wann wissen wir nicht. So, was wir aber jetzt hier auf dem Bitcoin-Chart heute wieder festgestellt haben, ist, wir bilden jetzt hier, ich habe ja schon in den letzten Videos mehrere Beispiele von Hold the Lines und Fake Hold the Lines. Ja, das ist ein spezifisches Chartmuster nach SK-System. Und das hier könnten wir bei Bitcoin gerade bilden. Es sieht nämlich genauso aus. Und zwar ist es hier ein bullisches Hold the Line. Wir kommen von unten. Wir hatten das gleiche hier hinten, auch in etwas kleinerer Form. Das habe ich ja gestern im Update-Video gesagt. Wir bilden hier Higher Lows und bilden aber dann hier gleichzeitig gleichbleibende Hochs, ja. Somit ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs nach oben wahrscheinlicher als nach unten. So, und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, was wir hier seit Tagen und Wochen machen bei Bitcoin, ist im Prinzip genau das Gleiche, nur etwas mit etwas mehr Volatilität ist normal, weil wir uns hier schon stark im Ziellevel befinden. Und so, wenn wir uns das hier einzeichnen wieder, nehmen wir hier auch unsere Linie. Hier hätten wir noch ein bisschen Platz, bis nach unten zu gehen, aber müssen wir nicht. Der Trend ist auf jeden Fall klar erkennbar. Wir sind hier in einem Aufwärtstrend, aber hier hinten machen wir das hier uns in einer Range am besten. So. Wir haben hier eine Range. Da müssen wir sogar noch ein bisschen nach unten gehen, wegen diesem High hier. Also, wir haben hier eine Range mit mehr oder weniger gleichbleibenden Highs, aber es ist auf jeden Fall erkennbar. Es ist eine Seitwärtsrange. Mal mehr, mal weniger Higher Highs, aber es ist eine Seitwärtsrange, und wir haben hier von unten einen Aufwärtstrend. Das heißt, auch hier ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir hier diese Range, wenn wir über die 38.500 nachhaltig drüber gehen. Ja, das ist ja diese Range, wo ich schon seit Wochen, so ich sage, 38.000 bis 38.5 ist sehr wichtig, ist ein wichtiges Level, das müssen wir erreichen. Der Markt kann aber auch noch deutlich höher extendieren. Er muss nicht hier kehrt machen. Wir sehen zwar jetzt hier kommt Widerstand rein, aber der ganze Widerstand, wo wir hier abverkauft werden, ihr seht, es endet in einem Aufwärtstrend. Das heißt, Wahrscheinlichkeit jetzt nach dem heutigen Tag ist für mich eher, dass wir hier den hier machen und Richtung 40.000 US-Dollar hochgehen. Wohin die Reise gehen kann, das schauen wir uns jetzt auch gleich an. Und zwar, wenn wir uns das FIB-Extensionslevel anschauen, das 200-Extensionslevel ist noch offen. Das liegt bei 39.200 US-Dollar. Das wäre das erste Level, was der Markt anlaufen sollte. Ja, wir hatten hier das 161.8er angelaufen, Reaktion nach unten, höher gestiegen, hier 189er hoch. Reaktion nach unten, jetzt wieder höher gestiegen. Das heißt, logischerweise, Schlussfolgerung wäre Reaktion nach unten, höher steigen, zumindest mal bis aufs 200 Extensionslevel. Da liegt das 39, liegen die 39.200 US-Dollar. Aber der Markt kann, wenn er wirklich so bullish ist, wie er uns es hier uns suggeriert, kann er auch das 300 Extensionslevel in Angriff nehmen. Und das schauen wir uns jetzt an, wo das liegen würde. Und ihr seht, es wären knapp an die unter 50.000 US-Dollar. Also, das ist ein Szenario, was möglich
ist bei Bitcoin. Das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen, ich shorte den Markt hier nicht. Es gibt andere Märkte, die shorte ich. Da ist aber auch das Risiko deutlich geringer in meinen Augen. Aber hier, durch das, was wir hier bilden bei Bitcoin, ist ein Ausbruch erstmal zu den 39.000 bis 40.000 US-Dollar für mich wahrscheinlicher. Aber der Markt kann hier auch, wenn er extrem bullish ist, auch hoch bis zu den 50.000 US-Dollar hochgehen, bevor er die große Korrektur einleitet. Ja, deswegen, ich weiß es nicht, wann die Korrektur kommt, aber sie kommt. Und ich denke, spätestens hier bei den 49.000 bis 50.000 US-Dollar kommt die große Korrektur. Sie kann natürlich auch jetzt nach wie vor kommen. Wir wissen es einfach nicht. Ich kann nur das sagen, was mir der Markt sagt. Und der Markt sagt mir, hey, aufpassen, hier ist ein Ausbruch nach oben wahrscheinlicher. Nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlicher nach meiner Interpretation von der ganzen Phase, was wir hier hatten seit Anfang November. Also das ist soweit zu Bitcoin. Sollte dieses Level gebrochen werden, nachhaltig nach unten, ja, erstes Ziel ist die unter die 35.500 US-Dollar, dann würde ich sagen, okay, Aufwärtstrend gebrochen, wir bilden dann Lower Lows. Stand jetzt bilden wir aber immer noch Higher Lows und somit ist dieser Aufwärtstrend intakt und Wahrscheinlichkeit nach oben auszubrechen ist erhöht. Ja, ich schätze das hier mit nur mit 65, 70% gehe ich davon aus, dass wir hier nach oben durchbrechen. Schauen wir mal, was der Markt macht. Bei Ethereum ist es ein ähnliches Szenario. Wir hatten ja hier diesen Downtrend, wo wir auch hier bei Ethereum in einem Ziellevel drin waren. Der Markt geht runter, hat hier unser Re-Entry-Buy bei 1.800 US-Dollar noch nicht angelaufen, bis 1.611 US-Dollar. Entschuldigung, Leute. Ja, ich bin immer noch nicht ganz fit, aber es geht, dass ich euch hoffentlich wieder regelmäßig update hier. Also bei Ethereum hatten wir hier diesen Abwärtskanal. Wir haben ihn nach oben hin durchbrochen. Auch Retest, aber ihr seht es hier, Markt Retest geht hoch, bildet kein neues High und kommt runter. Jetzt sind wir wieder in diesen Kanal reingelaufen. Sieht semi gut aus, deswegen trade ich keine Kanalausbrüche oder sonst irgendwas. Ich trade nach SK-System und SK-System sagt zu mir, eine Korrektur ist jederzeit möglich hier, auch bei Ethereum. Wenn der Markt korrigiert, bin ich hier drin. Ich positioniere mich, ich bin schon positioniert. Für diesen Bereich Stand jetzt kann man zu Ethereum nicht viel sagen, außer dass es auch hier ja mit viel Wohlwollen sagen kann, okay, es ist hier auch ein Aufwärtstrend, was wir hier haben. Wir bilden hier sowas wie einen Aufwärtskanal. Wenn wir uns das hier auch noch anschauen. Ja, ich weiß nicht, wie man das hier nennt im Fachjargon ein Rising Wedge oder sowas, dürfte es sein. Aber auch das hier ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit eher, dass wir nach unten brechen, ist erhöht. Also nach System ist das hier nichts. Es ist einfach eine Seitwärtskonsolidierungsphase. Ob wir uns jetzt bullish oder bearish konsolidieren, weiß ich nicht. Ich gehe eher davon aus, dass wir runtergehen. Aber natürlich haben wir hier übergeordnet, ich sage es immer wieder bei Ethereum, haben wir übergeordnet noch eine große bullische Sequenz offen. Die hat Ziellevel bei 3 bis über den 3.000 US-Dollar. Ja, sollte Bitcoin jetzt auf 50.000 hochpumpen, dann wird es auch bei Ethereum höchstwahrscheinlich sein, dass wir die 3.000 erreichen. Und dass wir dann genau das Ziellevel, was wir hier haben, von dieser großen weißen Sequenz, die immer noch aktiv ist, schauen wir mal, ob der Markt das hier alles so macht, wie ich mir das vorstelle. Aber Stand jetzt, wie gesagt, er hat kein neues High generieren können. Wir sind hier immer noch in einem Lower High. Aber hier kommt ein Aufwärtskanal, ein Aufwärtstrend bei Ethereum. Könnte ja auch hier bei Ethereum sein, dass wir hier eher nach oben gehen. Ich weiß es nicht. Ich warte, was mir der Markt sagt. Und er sagt zu mir, wenn er runterkommt, bin ich hier long positioniert. Ich werde den Markt aber auch hier nicht shorten. Ja, muss ich ganz klar sagen, ich shorte den Markt nicht, auch wenn ich selber eher davon ausgeht, dass wir hier runtergehen, weil wir sind hier übergeordnet, sind wir einfach in einer bullischen Sequenz gefangen, die immer noch intakt ist, solange wir hier keine Lower Lows bilden. Wenn wir uns das auf den 30-Minuten-Timeframe auch noch anschauen,
Da müssen wir sogar Stunden-Timeframe nehmen. Wenn wir uns das jetzt von unserem letzten Low nehmen, wo wir wo wir den letzten Trend-Wendebereich hatten, hier unten, aus dieser blauen Box, ja, aus einem Trend-Wendebereich kann sich eine Sequenz entwickeln und wir könnten sogar hier diesem Low wäre es möglich, dass wir hier eine Sequenz haben. Und zwar hätte die dann ihre Ziellevel hier oben. Wo haben wir das? Ja, hier oben in dem Bereich von auch hier 2900 US-Dollar bis knapp zu den 3100 US-Dollar. Also es wäre alles möglich. In diesem Bereich 3000, egal wie man sich die Struktur anschaut, sind wir in einem bullischen Fahrplan, ob jetzt auf den Stunden-Timeframe, 15-Minuten-Timeframe, 4-Stunden-Timeframe, Tages-Timeframe, sind wir überall in bullischen Sequenzen drin. Deswegen auch hier werde ich den Markt nicht shorten. Der Markt kann ja jederzeit weiterhin nach oben ausbrechen. Wir sind in Sequenzen drin. Ja? Eine Sequenz muss in sich nicht korrigieren. Die Sequenz kann einfach ihren Fahrplan weiter fortführen, weil übergeordnet haben wir unser Ziellevel hier oben, ganz klar. Okay, deswegen soweit zu Ethereum erstmal. Gucken wir uns jetzt noch die Altcoins an. Altcoins hatten heute auch eine etwas größere Korrektur, aber auch hier alles nach Fahrplan. Ich habe gesagt, wenn Aave sieht gut aus, ich habe hier meine Long-Position drin bei 93 US-Dollar bis runter zu 87 US-Dollar. Sollte der Markt hier runtergehen, bin ich hier long positioniert. Ich habe meine Entries drin. Gucken wir mal. Weil übergeordnet, auch bei Aave sind wir in einer großen bullischen Sequenz drin, die jederzeit nach oben ausbrechen kann. Ziellevel 116 bis 132 US-Dollar. Sieht alles gar nicht so schlecht aus bei Aave. Wie gesagt, hier auch schöner Aufwärtstrend meine ich mit Higher Highs, Higher Lows. Deswegen dieser Bereich hier ist für mich ein ganz klares Signal, Long-Einstieg. Mal schauen, ob das hält. Sieht aber alles in allem gar nicht so schlecht aus. Cardano bewegt sich genauso wie im gestrigen Update-Video vorhergesagt oder wahrscheinlicher prognostiziert. Wir gehen hier runter, sind hier bei Cardano in diesem bearischen oder in einem bullischen Fake-Holder-Line. Ja, wir kommen von unten. Wir haben aber hier ein Higher High und zwar das ist jetzt ein signifikantes Higher High im Vergleich zum Bitcoin, was wir hier haben. Ja, das ist eine minimale Range. Bei Cardano war aber hier gleich am Anfang der Aufwärtsbewegung war ein Higher High und seitdem bilden wir gleichbleibende Highs. Somit ist hier bei Cardano eine Wahrscheinlichkeit, dass wir nach unten hin ausbrechen, ist für mich wahrscheinlicher. Ob der Markt das macht, weiß ich nicht, aber für mich persönlich ist es wahrscheinlicher. Wäre schöner gewesen, wenn er hier etwas anderes machen würde, dass wir hier nochmal etwas höher gegangen wären, aber schauen wir mal, auch bei Cardano aber sind wir übergeordnet in einer großen Sequenz drin. Die hat ihre Ziellevel bei 49 Cent bis hoch zu knapp 56 US-Dollar Cent. Schauen wir mal, aber auch hier, es kann sein, jederzeit, dass wir hier nach oben durchbrechen und das hier dann beenden. Wie gesagt, das hier könnte ein Fake-Holder-Line sein, aber es ist nicht ganz so schön, ja. Wir schauen uns gleich bei Link an, was ein schönes Fake-Holder-Line ist. Das bei Cardano könnte eins sein, aber könnte auch hier durch den Spread bei Bitget auf dem Chart, könnte sich auch etwas verwaschen haben und es ein ganz normales bullisches Hold the Line mit Wahrscheinlichkeiten Ausbruch nach oben hin sein. Ja, also das müssen wir uns mal anschauen, was der Markt macht. Auf jeden Fall sollte er korrigieren. Meine Longs sind hier parat bei 32 Cent bis runter zu 27 US-Dollar Cent. Auch Cardano muss liefern. Ich sage es immer wieder, er muss liefern. Wenn er hier runter geht, korrigiert, muss er hier raus reagieren. Er muss ganz, ganz klipp und klar von meiner Seite aus, er muss von hier aus re raus reagieren. So, gehen wir jetzt auf Chainlink. Das ist genau das, was ich jetzt gemeint habe vorher mit dem Fake-Holder-Line. Das hier ist ein offensichtliches, ja, ein ganz klares Fake-Holder-Line. Wir gehen hoch, bilden hier ein markantes Higher High, gehen runter und seitdem bilden wir exakt gleichbleibende Higher Highs mit Higher Lows. Und deswegen hier nach Regelwerk nach SK-System, nach meiner Interpretation von dem ganzen Geschehen hier, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir hier rausbrechen und nach unten hingehen. Ziellevel 10,71 Dollar bis runter zu 7,26 Dollar. Ich erwarte aber auch hier bei
Chainlink, dass wir hier eher in dem Bereich, einen Moment, holen wir uns das 38,2er gleich dazu, in dem Bereich von $12 bis $10,70 eher uns in diesem Bereich fangen werden und von hier aus weiter nach oben steigen. Nichtsdestotrotz, nach Regelwerk liegt meine Order genau beim 50er, ist der wahrscheinlichste Bereich, dass der Markt wendet nach Regelwerk. Ja, deswegen, wenn uns der Markt hier abholt, gut, wenn nicht, dann ist es halt so. Er kann aber auch hier weiterhin nach oben extendieren. Ich glaube es aber eher nicht. Ja, weil das hier ist ein ganz klares Fake Hold the Line. Ausbruchwahrscheinlichkeit liegt bei über 70% nach unten. Und wie gesagt, Ziellevel erreicht, überextendiert, deutlich überextendiert, das 300-Extensionslevel fast angelaufen bei Chainlink. Somit ist eine Erholung höchst wahrscheinlich bei Chainlink. Okay? Wie gesagt, hier unten liegen die Ziellevel, hier liegen meine Orders parat, meine Long Orders. Schauen wir mal. Litecoin ist genau das, was ich gestern auch gesagt habe, denn wenn der Markt runterkommt, hier dieses Level von 68,6 US-Dollar bis 66,5 US-Dollar muss halten bei Litecoin. Es sieht alles nicht so schlecht aus. Wir haben auch hier dieses High rausgenommen, was erstmal gut ist, was gut zu deuten ist. Somit hier dieser Bereich kann für ein Long genutzt werden, habe ich gestern gesagt. Ja, natürlich nur, wenn das mit eurer Analyse auch übereinstimmt. Auf gar keinen Fall das nachmachen, was ich hier sage oder was ich mache. Ich betreibe hier nur Entertainment und ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier erzähle. Ja, ganz wichtig zu verstehen, Leute. Auch an YouTube-Algorithmus. Ich mache hier Entertainment, also push meinen Kanal bitte. Also, wie gesagt, hier ein Long-Einstieg ist für mich möglich gewesen. Ich bin schon im Long drin. Ich werde hier den Long nicht hochskalieren. Einfach weil hier dieses High, es ist zwar ein High, aber es ist nicht signifikant High und deswegen besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir hier weiter runtergehen auf die 67 US-Dollar. Aber Stand jetzt ist dieses Level vollkommen valide gewesen für einen Long-Einstieg. Jetzt gehen wir hier zu Matic. Was ich gestern gesagt habe über Matic, ist genau das eingetroffen, was ich gesagt habe. Und zwar, wir hatten ja auch hier, wenn wir uns das anschauen, hatten wir hier gestern noch einen Re-Entry-Bereich drin. Und zwar diese blaue Box. Ich habe aber gestern gesagt, das gefällt mir nicht, was Matic hier macht. Ich gehe davon aus, sollte der Markt zurückkommen in diese Region von 73 US-Dollar Cent bis runter zu 59 US-Dollar Cent, gehe ich davon aus, dass der Markt sich dann eher Richtung 70 Cent bewegen wird und dieses Low abgreifen wird bei 55,9er. Ja. Weil erstens, dieser Bereich hier ist nicht komplett reaktiviert. Wir haben hier kein High rausgenommen. Dieses High haben wir nicht rausgenommen mit diesem Aufwärtsmove. Deswegen habe ich gestern gesagt, ist für mich nicht valide dieser Bereich zum Traden. Ich gehe davon aus, dass wir eher Richtung 70 Cent gehen. Schauen wir mal, ob der Markt das macht. Stand jetzt sieht es aber gar nicht so schlecht aus. Das nehmen wir raus. Gefällt mir nicht. Ja, also eher wahrscheinlich, dass wir Richtung 70 Cent gehen, dann von hier aus den nächsten Versuch starten. Wichtig ist, dass wir dann beim nächsten Versuch Higher Highs bilden. Das heißt, dieses High hier bei 79,6 US-Dollar Cent, sprich 80 Cent, müssen rausgenommen werden mit dem nächsten Push-Versuch nach oben. Sonst sieht es bei Matic trotzdem nicht ganz so schlecht aus. Ja, wir haben Luft bis knapp zu den 60 US-Dollar Cent. Übergeordnet haben wir hier dieses letzte High rausgenommen. Ja, es geht jetzt bloß hier um diesen Bereich, wo wir jetzt hier drin sind. Stand jetzt. Alle Levels können genutzt werden. Bei Matic, nächster Re-Entry bei 70 Cent. Ich bin hier in einem Long drin. Sollte der Markt mich hier nicht rausstoppen, liegt meine nächste, oder sollte mich der Markt rausstoppen, liegt meine nächste Order bei 70 US-Dollar Cent, danach 68, danach 65, grob und danach letzte Möglichkeit, was ich aber nicht traden werde. Nach SK-System sind nur diese vier Levels tradebar. Das hier nicht. Das hier ist bloß ein Level, um zu wissen, okay, wann, wo setze ich meinen Stop-Loss? Welches Level muss der Markt nehmen, um zu wenden? Und ja, also, wie gesagt, so sieht das hier bei Matic aus. Wir sind gut in der Zeit. Bei QNT haben wir heute etwas nicht überraschendes gesehen, aber auch hier bei QNT, wir waren hier in einer Sequenz drin, die ist auch schön gelaufen, aber jetzt kommt ein Aber.
Wir haben hier, was mir nicht gefallen hat, ist, wir haben dieses High hier nicht rausgenommen mit diesem Push nach oben. Ja, dieses High hier oben haben wir nicht rausgenommen mit diesem Push. Wenn wir jetzt das hier anschauen, von letzten High bis zum Ziellevel waren es knapp 1%. Es kann sein, dass der Markt hier, dass wir diese Sequenz als abgearbeitet einschätzen können oder zählen können. Und deswegen kann sein, dass sich der Markt hier eine neue Struktur aufbaut. Das heißt, die komplette Aufwärtsbewegung nochmal resettet und eine etwas größere Struktur aufbauen muss oder aufbauen will. Deswegen, ich beobachte jetzt dieses Level hier, diese weiße Box, die geht von 100 US-Dollar bis knapp zu 96,9 US-Dollar. Das hier muss halten. Sollte das nicht halten, müssen wir uns darauf einstellen, dass wir bei Matic hier etwas tiefer gehen. Nächste Levels wären dann hier das 55,9er, noch einmal 56 Cent, dann 94 US-Dollar meine ich, dann 93 US-Dollar und dann 90 US-Dollar muss bei Matic, bei QNT halten. Sonst sieht es auch bei QNT nicht ganz so suboptimal aus, aber es kann sich entwickeln, ja. Also es sieht gar nicht so schlecht aus bei Matic, bei QNT. Warum sage ich immer Matic? Also das Level hier ist für ein Long möglich. Wir befinden uns gerade drin. Ich habe meinen Long hier vergrößert. Ich gehe stark davon aus, dass wir bei QNT das hier halten und dann uns Richtung Ziellevel machen. Stand jetzt circa 117 US-Dollar bis hoch zu 120 US-Dollar, ja. Summa summarum 120 US-Dollar und dann würden wir damit auch hier diese Highs rausnehmen aus Anfang November, was erstmal sehr, sehr wichtig wäre. Und dann würden wir auch hier damit diese große gelbe Sequenz aktivieren. Die hätte dann Ziellevel hier oben bei 140 bis 150 US-Dollar. Schauen wir mal. Ich gehe, wie gesagt, stand jetzt davon aus, dass das hier hält. Diese weiße Box, wenn nicht, dann geht's runter Richtung 96 US-Dollar. Und dort liegt meine nächste Long Order für QNT. Schauen wir mal, was der Markt macht. Solana macht auch genau das, was ich gesagt habe. Solana ist so ein Kandidat. Er hat hier oben Ziellevel übergeordnet erreicht. Das ist diese große blaue Box. Die hat Ziellevel von knapp 43 US-Dollar bis hoch zu 70 US-Dollar, liegt das 300 Extensionslevel. Der Markt hat es auch fast angelaufen, das 300 Extensionslevel. Er muss es aber nicht, klar. Ziellevel waren hier in dem Bereich, wenn er hochschießt, überextendiert, ist es gut. Für die Bullen ist es ein bullisches Zeichen. Deswegen, und seitdem bewegt er sich hier in bearischen Strukturen. Auch bei Solana gehe ich davon aus, dass der Markt jetzt hier korrigieren wird. Bis jetzt hält er sich auch dran. Er muss aber hier dieses Low rausnehmen bei 51 US-Dollar und zwar deutlich, weil wir haben hier Support. Ihr seht hier einen doppelten Boden in diesem Bereich bei 51 US-Dollar. Das muss der Markt rausnehmen. Dann gehe ich davon aus, dass wir hier die 38 US-Dollar bis runter zu 20 US-Dollar sehen können oder sehen werden. Wahrscheinlichster Bereich ist aber die 38 bis 40 US-Dollar. So in dem Dreh herum sollte Solana wieder nach oben pushen, sollte er so tief überhaupt runtergehen. Ja, müssen wir anschauen, was der Markt hier macht. Aber Solana ist der Markt, wo ich Short drin bin. Den shorte ich, diesen Markt. Die Wahrscheinlichkeit ist für mich deutlich höher, dass wir hier weiter runtergehen, anstatt dass wir hier jetzt hochpushen Richtung 60, 70 US-Dollar. Ja, so viel mal dazu. Dieser Einstieg habe ich auch schon in den letzten Update-Videos zu euch gesagt. Schauen wir mal, ob das hält. Aber auch hier, wie gesagt, wenn der Markt extrem bullish ist, ist es hochrisikoreich, den Markt hier zu shorten. Ich mache es trotzdem, weil ich bin in anderen Altcoins long drin. Das heißt, ich werde auch wenn ich hier ausgestoppt werde, dann wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich der Gesamtkryptomarkt auch mit nach oben steigen. Und deswegen, ich bin auf alle Seiten abgesichert. Meine anderen Altcoin-Trades habe ich schon meinen Stop-Loss auf den Entry gezogen. Das heißt, sollten wir runterkrachen mit dem Gesamtmarkt, läuft mein Solana-Short und die anderen werde ich ausgestoppt im Gewinn, im leichten Gewinn. Auf jeden Fall ohne Verluste werde ich aus der ganzen Geschichte herausgehen, egal in welche Richtung der Markt laufen wird. So trade ich zum Beispiel.
Hat sich über die letzten Jahre bewährt. So, XRP. XRP ist auch ein Coin, wo ich auch gestern diesen Bereich durchgegeben habe. Er verhält sich auch genau nach Erwartungshaltung von mir. Dieser Bereich von 60,4 US-Dollar Cent bis runter zu 58,6 US-Dollar Cent kann für einen Long genutzt werden. Auch hier gilt bei XRP, wir haben das letzte High rausgenommen. Ja, das letzte signifikante High. Und zwar, ich habe auch schon mal die Frage bekommen, was ist ein signifikantes High, was ist ein signifikantes Low? Ein signifikantes High ist zum Beispiel, hier ist das beste Beispiel, ist das letzte High, bevor der Markt ein neues Low gebildet hat. Ja, hier ist jetzt hier ein High, ein neues Low. Das ist für mich dann das letzte signifikante High. Ja, das war hier drüben, war das hier. Das letzte signifikante High. Der Markt hat es nicht geschafft, hier drüber zu brechen, über dieses High. Das heißt dann, Abverkauf, ein neues Low gebildet. Ja, wenn der Markt kein neues High generieren kann, holt er sich in der Regel ein neues Low, um danach ein neues High machen zu können. Ja, so funktioniert halt der Markt. Der Markt holt sich seine Teilnehmer, die den Markt nach oben pushen können. In der Regel sind es nicht wir, sondern sind es Investoren oder Großinstitutionelle, nicht wir kleinen Fische, auch nicht ich mit meinen 5,50 $, wo ich trade. Also, hier haben wir ein ganz klares Higher High jetzt im Vergleich zu diesem High. Das ist erstmal gut. Das heißt, auch hier gehe ich nicht davon aus, dass wir hier ein neues Low bilden müssen, weil dieses Low hat zu einem neuen High geführt, was erstmal gut ist. Dieses High müssen wir jetzt aber auch noch rausnehmen bei 65 US-Dollar Cent. Und das kann der Markt mit dem nächsten Push von hier aus machen. Ja, wie gesagt, hier Long Entry möglich. Ich bin hier unten schon eingestiegen bei 58 US-Dollar Cent. Ich werde mein Long hier eventuell noch vergrößern, muss ich mir noch überlegen jetzt nach dem Video. Auf jeden Fall ist das hier ein Long Entry möglich und wir haben noch ein bisschen Zeit. Schauen wir uns noch kurz AVAX an. Ja, auch AVAX bildet hier, wie ich auch schon seit Wochen gesagt habe, oder seit Tagen, ja, hat AVAX hier diesen bearischen Trendwendebereich respektiert erstmal. Auch hier ist für mich bei AVAX wahrscheinlich, dass wir hier erstmal tiefer gehen und hier uns diesen Re-Entry-Bereich holen, übergeordnet. 16,6 US-Dollar bis runter zu 12 US-Dollar ist bei AVAX für mich nach wie vor Primärerwartung. Der Markt verhält sich auch wunderschön, hat jetzt hier aus dem bearischen Trendwendebereich nach unten reagiert. Wir bilden Lower Lows, Lower Highs. Für mich ganz klarer Trend nach unten bei AVAX. Schauen wir mal, was der Markt die nächsten Tage und Wochen bringt. Ja, liebe Leute, und ich würde sagen, das war's auch schon. Phantom auch so ein Kandidat, wo mir nicht gefallen hat. Jetzt sehen wir auch hier, der Markt kommt wieder zurück. Schwieriger. Markt ist für mich nicht allzu lukrativ zum Traden. Ja, und ich würde sagen, das war's dann. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Euch einen, was haben wir heute? Heute ist Montag, kann es sein? Heute ist Montag, ja. Blöd, wenn man nicht arbeitet. Also nicht regulär arbeitet, sondern nur hier. Ja, morgen gehe ich wieder ins Praktikum, darf ich wieder gehen. Der Chef hat mir sein Okay gegeben, ich darf wieder kommen, ich darf wieder 4, 5 Stunden da rumtanzen. Und ich würde sagen, das war's mit dem Update-Video. Ich freue mich auf morgen, dass ich wieder ein bisschen Abwechslung bekomme, nicht mehr hier vor dem PC hocken muss den ganzen Tag oder soweit es geht halt. Und wenn dir dieser Content gefällt und du dem Markt voraus sein willst und hier geile Einstiege mitbekommen willst, dann lass doch gerne ein kostenloses Abo da. Ein Kommentar, ein Like würde mich und diesen Kanal sehr unterstützen. Wir würden damit den YouTube-Algo pushen, dass ihr uns endlich mal wahrnimmt. Ja, 1,5 Jahre, 600 Videos knapp und nicht mal 600 Abonnenten oder Community-Mitglieder hier auf meinem Kanal. Finde ich schade, aber was nicht ist, kann auch werden. Von daher danke euch für die Unterstützung, die mir hier die Treue halten. Und von daher, ich hoffe, ich kann euch wieder regelmäßig updaten und sieht gar nicht schlecht aus. Bis zum nächsten Update-Video. Euer Joe, macht es gut. Ciao, ciao, Leute.